Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video gehen wir mal wieder in das Gebiet der Vektorrechnung rein. Ganz konkret geht es um die Punktprobe. Wir hatten bisher schon in Videos besprochen, wie das funktioniert, wenn eine Parameterform gegeben ist oder wenn eine Koordinatenform gegeben ist. Heute geht es um die sogenannte Normalengleichung. Du siehst hier an der Seite schon die Aufgabe für dieses Video. Wenn du wissen möchtest, wie man so etwas angeht, wie man so etwas quasi löst, dann würde ich sagen, bleibst du jetzt einfach dran und die Lösung dieser Aufgabe schauen wir uns nach dem kurzen Intro gemeinsam an. Ja, wie du gerade schon im Intro gesehen hast, geht es in diesem Video hier um diese Normalengleichung und um diese beiden Punkte. Wir wollen jetzt nacheinander herausfinden, ob diese beiden Punkte in dieser Ebene liegen oder eben nicht. Und die Strategie ist gar nicht so schwer. Nacheinander schnappst du dir diese Punkte und setzt sie hier in Vektorschreibweise für diesen Vektor x ein. Dann siehst du auf der linken Seite eine Rechnung, die ausgerechnet werden kann. Und danach wirst du das Ergebnis deuten. Wenn dort Folgendes steht, also 0 gleich 0, dann kannst du sagen, dass dieser Punkt in der Ebene liegt. Das ist ja die abkürzende Schreibweise dafür. Punkt ist Element der Ebene. Bedeutet sowas wie Punkt ist Teil von der Ebene. Und wenn dort nicht 0 gleich 0 steht, also in allen anderen Fällen, kannst du dann sagen, der Punkt liegt nicht in der Ebene. Das heißt, der Punkt ist nicht Element der Ebene. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem Punkt P an. Also markieren wir uns erst einmal hier diese eckige Klammer. So, und jetzt werden wir hier diesen Punkt P als Vektor für den Vektor x einsetzen. Das heißt, Vektorklammer auf, 2, 5, 6. Und schreiben jetzt erst einmal die Ebene weiter ab. So, wenn wir das gemacht haben, siehst du ja hier diese Subtraktion. Das ist das Erste, was wir natürlich ausrechnen werden. Also wir werden hier einen Vektor rausbekommen, nämlich das Ergebnis dieser Minusrechnung. Wir rechnen oben minus oben, also 2 minus 1, das ist 1. Ja, Mitte minus Mitte, 5 minus 2 ist 3 und 6 minus 3 ist ebenfalls 3. Die Gleichung weiter abschreiben. So, wenn wir das haben, siehst du jetzt hier das Skalarprodukt. Und das Skalarprodukt ist gar nicht so schwer zu berechnen. Du rechnest immer oben mal oben plus Mitte mal Mitte plus unten mal unten. Denn das Ergebnis muss eine reine Zahl sein, also kein Vektor mehr. Hier ist die Rechnung also 1 mal 0 plus 3 mal minus 1 plus 3 mal 1. Ja, das Ergebnis fällt nicht weg. Und wie du jetzt siehst, haben wir jetzt hier auf der linken Seite eine recht einfache Rechnung. Achte hier unbedingt auf Punkt vor Strichrechnung. 1 mal 0 ist natürlich 0. 3 mal minus 1 ist minus 3. Ja, 3 mal 1 ist plus 3. So, jetzt noch ein letzter Rechenschritt. 0 minus 3 ist minus 3. Das Ganze nochmal plus 3 ist natürlich 0. Ja, gleich 0. Wie du siehst, haben wir jetzt hier tatsächlich diesen ersten Fall raus. Also können wir sagen, dass der Punkt P in der Ebene liegt. Also schreiben wir dahinter, P ist Element, also Teil von der Ebene. Und das ist dann auch schon die Lösung zu dem Punkt P. Schauen wir uns das Ganze jetzt mal mit dem Punkt Q an. Hier schnappen wir uns natürlich erstmal den Punkt Q in Vektorschreibweise und setzen diesen hier für diesen Vektor x ein. Also erstmal die Klammer auf. So. Und jetzt kommt der Punkt Q in Vektorschreibweise, also minus 1, 3, 1. Und jetzt wird der Rest der Gleichung einfach abgeschrieben. Auch hier kümmern wir uns als erstes mal hier um diese Subtraktion. Das heißt, wir machen wieder eine Vektorklammer auf und rechnen oben, minus 1, minus 1 ist minus 2, 3 minus 2 ist 1, 1 minus 3 ist ebenfalls minus 2, Vektorklammer zu und den Rest der Gleichung wieder weiter abschreiben. So, und jetzt rechnen wir auch hier wieder das Skalarprodukt aus. Also sind wir hier bei der Rechnung minus 2 mal 0 plus 1 mal minus 1, so. Und jetzt plus unten mal unten, also plus minus 2 mal 1, so gleich 0. Und jetzt hier die Malrechnung, minus 2 mal 0 ist natürlich 0, 1 mal minus 1 ist minus 1, minus 2 mal 1 ist minus 2, 0 minus 1 ist minus 1, das Ganze nochmal minus 2, da sind wir insgesamt bei minus 3, so. Und jetzt siehst du, dass wir jetzt hier nicht bei 0 gleich 0 herausgekommen sind, sondern bei minus 3 gleich 0. Also sind wir hier bei dem anderen Fall. Was wir jetzt also sagen können, ist, dass der Punkt Q nicht Teil von der Ebene ist, also das Elementzeichen einmal durchgestrichen. Ja, so.
Ja, auch für dieses Video habe ich mir wieder eine Aufgabenstellung für dich überlegt. Löse doch einfach mal gerne diese Aufgabe, denn dann kannst du überprüfen, ob du die Inhalte, die wir gerade besprochen haben, ja tatsächlich verinnerlicht hast bzw. verstanden hast. Du siehst jetzt hier diese Normalgleichung, hier diesen Punkt. Führe einfach mal die Punktprobe rechnerisch durch und die Lösung findest du wie gewohnt auf dem Einfach-Mathe-Blog, ganz kostenlos und öffentlich einsehbar. Das soll einfach nur eine kleine Hilfestellung für euch sein. Und ja, den Link zu diesem Beitrag, den packe ich dir einmal in der Videobeschreibung oder hier oben, wenn du auf dieses i klickst. Ja, das war jetzt auch schon die Punktprobe mit einer gegebenen Normalgleichung. Übrigens, die ganzen anderen Videos zu der Parameterform, zu Koordinatenform, die verlinke ich dir auf jeden Fall hier in der Infobox, also in den weiteren Informationen in dieser Videobeschreibung oder wenn du hier oben auf dieses i klickst. Du siehst hier an der Seite schon mal meine Social Media Kanäle eingeblendet. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr da vorbeischauen würdet. Ich würde mich gerne zum Beispiel gerade über Instagram mit euch austauschen, in den Direct Messages, in den Stories. Und ja, da gibt es natürlich auch fast jeden Tag irgendwie Mathe-Stuff, den ihr selber mitgestalten könnt. Und jetzt wünsche ich euch wie immer viel Erfolg beim Lernen. Und eine Sache steht immer fest: Deine Mathe-Note hängt eben nicht vom Zufall ab.